Giftige Pflanzen für Katzen. Pflanzen haben eine unwiderstehliche Anziehungskraft für Katzen. Solltest du Blumen in deiner Wohnung haben oder eine Freigängerkatze besitzen, ist es wichtig, dass du darüber Bescheid weißt, welche Pflanzen giftig für deine Sampfote sein können. Dies wollen wir dir in diesem Video einmal näher bringen und zusätzlich erfährst du noch, wie du eine Vergiftung erkennen und behandeln kannst. Warum fressen Katzen Pflanzen überhaupt? Wildkatzen und Freigänger verzehren Gras und Kräuter, um besser mit Haarballen zurechtzukommen. Die Haare, die deine Katze beim Putzen in den Mund bekommt, müssen auch früher oder später wieder aus dem Magen herauskommen. Dies schafft sie, indem sie es als Haarballen hochwirkt. Als Freigänger ist dies natürlich einfacher, da sie einiges zur Verfügung hat. Bei Wohnungskatzen musst du darauf achten, dass du ihr eine Alternative bietest. Aber welche gibt es da? Am einfachsten ist es, wenn du deiner Katze einen Blumentopf mit Katzengras zur Verfügung stellst. Dies kannst du entweder als Fertigset kaufen oder selbst aussehen. Solltest du eine giftige Pflanze in deiner Wohnung haben, von der du dich aber nicht trennen möchtest, dann versuche sie unzugänglich für deine Katze zu platzieren. Nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Welche Pflanzen sind denn nun für deine Katze giftig? Als Mensch macht man sich darüber wenig Gedanken, da wir nicht auf die Idee kommen würden, an einer Pflanze zu naschen. Katzen unterscheiden, im Gegensatz zu vielen pflanzenfressenden Tieren, nicht instinktiv zwischen genießbar und giftig. Die giftigen Zimmerpflanzen, die man am häufigsten in unseren Wohnungen antrifft, sind zum Beispiel Weihnachtssterne, Azaleen, Birkenfeige, Drachenbaum, Wüstenrose und der Ritterstern. Besondere Vorsicht ist bei den folgenden Pflanzen geboten. Dreikantige Wolfsmilch. Dieses säulenkakteenartige Gewächs kann als Kratzbaum zweckentfremdet werden. Der dort austretende Milchsaft ist aber giftig für deine Katze. Tulpen. Bei Schnittblumen ist nicht nur die Gefahr durch die Blume selbst da, sondern auch durch das Wasser in der Vase, wenn deine Katze davon trinkt. Bei Freigängerkatzen sind es beispielsweise Begonien, Oleander, Eibe, Stechpalme und der Buchsbaum, die giftig sein können. Im weiteren Sinne gehören zu den Giftpflanzen auch verbotene Gemüsesorten wie Kohl, Hülsenfrüchte, Weintrauben sowie Avocado. Was kann ich tun, wenn meine Katze sich vergiftet hat? Sollte deine Katze sich vergiftet haben, besonders kann dies im Wohnbereich geschehen, dann musst du umgehend mit ihr zum Tierarzt. Versuche nicht, deine Katze zum Erbrechen zu bringen. Ist kein Tierarzt erreichbar, weil es zum Beispiel Wochenende ist? Dann kontaktiere den örtlichen Tiernotdienst oder die Notfallhilfe. Mit Medikamenten wird dein Tier dann je nach Vergiftung gut behandelt werden können. Welche Symptome zeigt meine Katze bei einer Vergiftung? Unter anderem kann es zu Erbrechen, geweiteten Pupillen, starkes Speicheln und Schaum vor dem Mund, Durchfall oder Verstopfung, Zittern, Taumeln oder Krampfen, Benommenheit, Herz- und Kreislaufkollaps und zentralen Lähmungen kommen. Wenn du deine Wohnung trotzdem schön gestalten möchtest, dann kaufe dir am besten katzensichere Dekorationen, wie ein Weihnachtskaktus, Zimmerahorn, Hibiskus oder Dickblatt. Im Garten kannst du unbesorgt Geranien, Jasmin oder Zyperngras anpflanzen. Lasse dich dazu einfach im Gartenfachmarkt beraten, denn die Auswahl ist groß. Möchtest du deiner Katze außerdem etwas Gutes tun, dann pflanze doch auch Katzenminze an. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.